2. Netter Versuch, Alter. Wir machen weiter. Bibeln zu verkaufen. Ich habe ein falsches Bibeln Flugzeug. Zu verkaufen. Ein gefälschtes Flugzeug fliegt mich nach L.A. Das ist Teil meines Betrugs, Mann. Du bist ein Witz, du bist erbärmlich. Weißt du was, Benny? Wenn du so viel Geld hast, dann kauf mir noch eine Bibel für 20 Mäuse ab. Okay, ich sag dir was. Wie viel habe ich? Ein paar hunderttausend? Wie viele hast du? Hier sind 20. Okay, das ist eine? Hier, nimm es, nimm es. Okay, das sind 4, 5, 6. Ist mir doch egal, als ob es mir ums Geld geht. Du bist so clever, du bist so gut. Ich nehme alle. Nimm sie alle. Wie viele hast du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du hast den Wettkampf gewonnen. Ich sehe dich bei der Demütigung, mein Freund. Übertreib mal nicht. Du hast dich gegen deine Brüder gestellt. Und warum? Für Geld? Ein Haus in Malibu? Du willst einen Cato Kalen in deinem Garten? Das ist doch verrückt. Verfalle nicht in Sünden des Gierigen. Lucifer ist ein Puppenspieler und er lässt dich tanzen, ohne dass du es weißt. Ich habe ein paar Ideen für Hubert, was für ein anderes, dünneres Tier er sein könnte, obwohl ich es nicht verstehe. Ich meine, Dumbo ist doch auch riesig. Aber für 420.000 Dollar gebe ich ihnen auch einen Hubert, der eine Gottesanbeterin ist, wenn sie das wollen. Fuck! Ich habe Spennys Kreditkarteninformationen immer unter meiner Tastatur für genau solche Gelegenheiten. Kalifornien, hier kommt er. Bon voyage, Spenny. Das Leben eines Mannes beruht nicht auf seinen Besitztümern. Das Leben eines Mannes beruht auf Freundschaft und Treue. Hey. Hey, Mann. Denier Rainbow? Sieht das gut aus, oder was? Sitzt perfekt. Ich glaube, das Ganze ist echt. Was ist mit mir? Was ist mit dir? Hey, ich habe eine tolle Idee für eine Gangstershow. Wie eine Fernsehshow mit Gangstern. Das ist Robert De Niro. Was ab jetzt so sein? Was? Nein. Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, mir ein Skript zu verkaufen. Schlechtes Timing. Und wo bleib ich? Kenny versus was? Es gibt kein Versus ohne einen Gegner. Du akzeptierst die Wahrheit immer wer noch nicht. Wer kann länger Skateboard fahren und du wer Du akzeptierst kann... sie immer noch nicht. Hör mal, ich will nicht der Typ von Wham sein. Ich will nicht, dass du George Michael bist. Ich will nicht der Typ von Wham sein. Dieser schwarzhaarige Typ von Wham arbeitet vermutlich in einem Restaurant. Ich will nicht wie der Typ sein. Das kannst du mir nicht antun. Ich werde nach oben gehen und mir ein Ticket kaufen und mitkommen. Nein. Ich weiß, du machst dein Ding. Spenny und Kenny, Mann. Spenny Nein. und Kenny. Aber jetzt Spenny und Kenny. Spenny und Kenny, nimm meine Hand. Was passiert ist, ist passiert. Ich hab's geschafft. Ich habe es geschafft. Ich hab den Traum verwirklicht. Erinnere dich, wer du bist. Kenny, ich kann dir nichts mehr geben. Ich bin zu viele Jahre dein Prügelknabe gewesen. Die Witze, die Demütigung, die Wettkämpfe. Es gibt kein Kenny versus Spenny mehr. Jetzt ist es Spenny versus Hollywood. Verstehst du das nicht? Ich fange an. Ich werde mir ein Ticket kaufen und ich komme mit. Wir werden uns amüsieren. Was ist, wenn du nicht zurückkommst? Ich muss gehen. Ich bin sehr müde. Ich kann damit nicht umgehen. Dein bester Freund und Partner. Und du nimmst mich nicht mit. Ach, geh weg. Umarme mich. Das ist so traurig. Judas verriet Jesus. Sogar Paulus verriet Jesus. Paulus verriet John. Und er verriet Ringo und George. Kenny! Bis später dann! Zum Himmel wirst du emporsteigen. Mit nichts und wieder nichts. Du wirst in Ungnade fallen und dein Licht wird erlöschen. Ich habe ein Date mit dem Schicksal. Bis später.
Du bist so gut. Ich nehme sie alle. Wie viele sie hast alle? Du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du hast den Wettkampf gewonnen. Zeit für die Demütigung. Könnte er... Nein. Kenny! Kenny! Mach die verdammte Tür auf! Kenny! Hast du kein Gewissen? Das kannst du niemandem antun! Wer ist da? Es ist ein verdammt gutes Skript! Hallo? Es wird sich verkaufen!